Aufpasser, Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. So läuft mein Personal Training ab. Ein Wiedersehen mit Jason nach 5 Monaten. Selbes Training, Rücken, ab geht's. Ab geht's. So, du hast es mir vorhin erst gesagt, 5 Monate ist unser letztes Personal Training her. Und es hat sich ein bisschen was geändert. Zum einen würde ich sagen, dein Gewicht hat sich ein bisschen verändert, ne? Extrem. Ja, wie viel? Boah, zum letzten Video bestimmt 13 Kilo verloren. 13 Kilo. Ja, ja. Wir hatten ja eine ganze Weile einfach gepumpt und gefressen. Hm. Du bist ja auch zu mir gekommen mit sehr starken Kraftwerken. Bis dato war das dein Fokus. Hm. Und hast aber auch Offenheit gezeigt, dich so ein bisschen für Richtung Bodybuilding zu entwickeln, zu interessieren. Und dann haben wir irgendwann eine Diät gemacht. Ja, ja, so ist das ja. Da sind wir jetzt mittendrin. Wie fühlst du dich momentan? Also langsam muss ich sagen, Energie schwindet ein wenig, aber dennoch fühle ich mich immer noch kraftvoll und bereit fürs Training immer. Und mal sehen, wo die Reise jetzt hingeht im letzten Monat. Nochmal den Final Cut ansetzen und dann mal schauen. Und wir hatten ja auch jetzt quasi ein neues Ziel ins Auge gefasst. Ja. Da bist du so die letzte Zeit durch den Spaß an der Diät. Mhm. Bist du dran gekommen? Was hast du vor? Wir gemeinsam haben vor, auf einen Wettkampf zu gehen, wahrscheinlich im Herbst. Hat sich jetzt so entwickelt durch die Diät, dass ich gesehen habe, okay, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus jetzt, so wie ich es mir eigentlich immer vorgestellt habe im Endeffekt. Und das sollen wir ausnutzen, dachte ich. Richtig. Wir haben ja, das ist keine Wettkampfdiät, keine Hardcore-Diät, wie wir gerade machen. Wir wollten einfach ein bisschen runterschmeißen, was zu viel ist. Und da hat sich rauskristallisiert, dass der Gute gar keine schlechte Linie hat. Und wenn man richtig diäten würde, wäre das eine sehr interessante Sache. Hm. Einstieg soll werden die Men's Physik-Klasse, damit fangen wir an. Und das wird gar nicht schlecht. Und so haben wir jetzt gesagt, wir gehen demnächst ein bisschen in den Reverse, lassen dich ein bisschen entspannen, so für einen Monat. Hm. Und dann gehen wir wirklich in die Wettkampfdiät. Wir haben eine gute Konstitution, wir können sehr gut einschätzen, wie es aussieht. Der gute Jason ist natural und wir werden dann Mitte Oktober bei der GmbF-Meisterschaft, ich glaube, die ist ganz genau am 22. Oktober wieder in Walsrode, da werden wir dich das erste Mal auf die Bühne stellen. Das ist jetzt unser Ziel. Da habe ich Bock drauf. Ja, wir haben noch einen anderen Naturalathleten, den Paddy, der wird da auch mitkommen. Und auf die ganzen anderen Wettkämpfe kannst du natürlich auch mitkommen. Wir werden da immer zu 4, zu 5, zu 6 hingehen. Ich habe dich und Paddy theoretisch auch für die anderen Wettkämpfe eingeplant, weil ich finde, dass ihr für eure Klasse mitunter für Naturalathleten auch sehr muskulös seid. Mhm. Und ich glaube, ein bisschen für den Fun-Faktor, aber auch an sich, um mal zu testen, wo stehst du eigentlich, wäre es für euch auch ganz geil, wenn ihr auch damit mischt. Mhm. Das kannst du dir natürlich noch überlegen, aber ich habe eine ganze Liste gemacht von den Wettkämpfen und ihr steht trotzdem immer in Klammer auch mit dabei. Weil ich glaube, man kann euch da auch mit auf die Bühne stellen. Mhm. Na? Wir probieren es gerne aus, okay? Bin gespannt. Ja, sehr gut. Uns das machen. Jetzt trainieren wir Rücken. Machen wir. Ab geht's. So, ich habe jetzt mal Jasons Plan hier rausgeholt. Jason hat einen von mir eigens modifizierten 5er-Split bekommen. Das bedeutet, er geht 5 Tage die Woche trainieren im Push-Pull-Beine-System. Jedoch ist das ganze Push-Pull, der ganze Workload auf 5 Tage verteilt. Zwangsläufig bekommen so die einen Muskeln etwas mehr Aufmerksamkeit, die anderen etwas weniger. Das kann man aber alle paar Monate ändern oder man macht A- und B-Wochen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben jetzt eine ganze Weile schon diesen Fokus hier und der ist sehr, sehr gut. Momentan haben wir 2 wirklich ausgedehnte Rückentage und wir machen heute den 2. Pull-Tag. Man kann das dann zum Beispiel so einteilen, dass der eine Rückentag ein bisschen mehr Latfokus hat, der andere ein bisschen mehr Trapezfokus. Oder man macht beide einfach gleichermaßen verteilt und hat so immer wieder einen Hit auf die verschiedenen partiellen Einheiten des Körpers oder auf den Muskel. Und ja, heute ist der 2. Pull-Tag dran, der war auch schon beim letzten Mal dran. Und dementsprechend schauen wir mal, was sich getan hat. Und würde sagen, du bist beim Warm-up durch? Wir legen los. Alles klar, wir legen los. Auf geht's. Pull 2, okay. Breiter Außengriff, 5x12. Genau. Genau. Nicht ablenken lassen, guck nicht so viel auf dich. Zieh runter. Brustkorb hochstrecken, Ellbogen runterführen. Genau, der war schön. Unten gerne so ein bisschen, ja, spüren. Die sind gut. Solange das noch möglich ist, rein vom Kraftaufwand, Schulterblätter gerne unten noch ein bisschen runterziehen. Sehr gut. Solange das noch möglich ist vom Kraftaufwand, machen wir das. Ne? Immer so ein bisschen zsk. Kurz spüren, kurz ran. Ja. Wir wollen so weit runter, wie wir gerade kommen. Und sobald wir merken, wir müssen ziehen und dabei bucklig werden und uns nach hinten wegdrehen, dann brauchen wir es nicht mehr. Sehr gut. Du spürst diese Übung mittlerweile auch ganz gut, ne? Ja, mega.
Der Latt bekommt da einen guten Pump auf jeden Fall. Ja. Das ist auch eine sehr, sehr gute Richtlinie. Wenn du normal quasi im Obergriff ziehst, breit, an einer normalen Lattzugstange, ist der Latt etwas weniger involviert, als wenn du diesen Griff ansetzt und den Ellbogen runter Richtung Hüfte führst. Dann verkürzt du den Latt ein bisschen besser. Und so hast du hier eigentlich einen relativ guten Crossover, den man sehr gut ansetzen kann für den Anfang. Und von da aus geht's weiter. Da haben wir Hunger auf mehr. Wir machen den nächsten Satz. Bleibst du beim Gewicht? Ja. Ich habe die Pausenzeiten wie immer ein bisschen im Blick. Wir bewegen uns tatsächlich immer bei sehr kurzen Pausenzeiten. Gut. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf, sechs. Du darfst links einen kleinen Zentimeter mehr zu dir ziehen. Sieben, acht, neun, zehn, elf und gut. Sehr schön. Schwierig für die Jungs heute und morgen bei allen Personal Trainings. Ich bin jetzt seit fast zwei Wochen wieder raus aus dem Training, weil mir ein Abszess aufgeschnitten wurde. Ich darf hier zwar Personal Trainings geben, aber ich darf nicht helfen. Da musst du komplett allein durch. Ich darf mich nicht überanstrengen. Aber ich denke, wir haben das mittlerweile so gut hinbekommen, dass ihr euch ganz gut selbst an die Grenzen bekommt. Gefällt mir. Ja, definitiv. Bis jetzt sahen die Raps schön aus. Zwei von fünf haben wir geschafft. Ab jetzt wird es interessant. Jetzt wird es, glaube ich, auch, ja. Ist dir aufgefallen, das hatten wir schon ab und zu, ne, dass du so ein bisschen verzogen ziehst? Mhm. So ein bisschen? Ich weiß nicht, wie das kommt, aber so eine kleine Disbalance, das scheint drin zu sein. Wahrscheinlich eine kleine Disbalance. Das kann auch einfach mal immer wieder so passieren durch den Ruck. Was immer ganz gut ist für dich als Eselsbrücke, wenn du ziehst, merk dir, du bist auf der linken Seite fast immer gut dran, wenn du ein bis zwei Zentimeter zu dir versetzt. Also quasi gefühlt bist du so, okay. Immer gefühlt den linken Daumen ein, zwei Zentimeter zu dir bewegen. Dann okay. Bist du gerade. Wir hatten das ja schon beim Bankdrücken, dann fühlst du dich ungerade. Ja. Das ist tatsächlich dann so. Gerade bei hohen Gewichten fällt das dann auf. Ja. Aber es passt. Okay. Alright. Weiter geht's. Nächster. Dritter Satz. Easy. Vollgas. Ja, ist schon ein bisschen besser. Drei. Ja, jetzt bist du gerade. Gut. Vier. Fünf. Genau. Runterführen. Sechs. Sieben. Acht. Und weiter. Neun. Brustkorb hochstrecken, runterführen. Zehn. Und. Schön. Das war der dritte Streich. Ich glaube, ein Gewichtsplatte gehen wir runter, oder? Eins runter? Ja. Okay. Das ist eine Entwicklung, die ich bei sehr, sehr vielen als eine Art Reifeprozess ansehe. Am Anfang wird gerne gefeilscht. Gewichte wollen nicht reduziert werden. Mit der Zeit, wenn man so die ersten ein, zwei Male erlebt hat, wie unterschiedlich geil der Effekt sein kann, wenn man wirklich trifft, weil man das geeignete Gewicht nimmt. Dann steckt man von alleine zum geeigneten Gewicht. Ich würde gar nicht immer sagen, oh mein Gott, du nimmst weniger, oh mein Gott, du steckst runter, sondern ich würde sagen, du nimmst das perfekte Gewicht für dich. Ne? Ja. So muss das sein. Das perfekte Arbeitsgewicht. So. Apfelringe ERAs. Apfelringe ERAs, sehr schön. Ab jetzt mit Jason 10. Soweit ist es so. Jason 10 nach den Wettkämpfen auch am Start hier. Ja, das Interessante ist, schaut ihn euch an, er ist jetzt ohne Pump und so, ne? Aber seine Statur ist halt wirklich schon nicht verkehrt. Ne? Seine Statur ist nicht verkehrt. Wir haben jetzt eine kleine Testdiät gemacht. So. Er ist gerade dabei, so ein bisschen vaskulär zu werden. Man sieht so ein bisschen die Konturen. Also er hat gar keinen schlechten Frame, wenn man ihn mal gut runterdiätet, dass er dann auch auf so einer Men's Physikbühne stehen könnte. So, wohlgemerkt, noch 21 oder schon 22? 22 mittlerweile schon, ja. Wann? Habe ich das verpasst? März. März? Oh, sorry. Ach. Hätten wir das feiern müssen, das essen gehen müssen, ja. Trainieren müssen. Ja, hier im Golds. Hier im Golds. Müssen wir mal wieder machen, ne? Ja. Mal wieder so ein Action-Tag. Ja, wirklich, so. Ja, im Sommer. Sommer war jetzt, immer schön, ja. Geile Nummer war das. Okay, 22 Jahre alt. Heißt 22 Netti, da geht noch ein bisschen was. Okay, und
2, 3, 6. Sehr gut. Denk an die 1 bis 2 Zentimeter, das sieht schon besser aus. Ja, jetzt war es gerade. Ach, Kerzen gerade, sehr gut. 9. Und dranbleiben, nicht aushängen, weiter. Okay. Sehr schön, einer noch. Sitzen alle sehr gut. Ausbalanciert. Das fühlt sich ja richtig komisch an, aber ist halt richtig, ne? Also so wie es ist. Wenn ich es mache. Okay. Letzten 12. Vier. Okay, kontrolliert runter. 5. Brustkorb hoch auf die Brust. 6. 7. 8. 9. Gut so. 10. 11. Und. Gut. Schön. Gut durchgeballert, mein Lieber. Ich hole die Liste raus. Huh. Latzug, breiter Außengriff, check, Kabelzug, Rudern, eng sitzen. Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben das beim letzten Mal wirklich sehr, sehr gut gemacht, auch immer sehr stark trapezfokussiert. Die letzten Male haben wir angefangen, ein bisschen damit zu spielen, das mehr Richtung Latissimus-Fokus zu versetzen. Das können wir heute mal so ein bisschen weiterspinnen. Ja. So, wir haben bis jetzt hier immer sehr viel Fokus auf den Trapez gelegt. Du hast trotzdem beim engen Rudern immer den Latt. Und wenn du jetzt nach hinten ziehst, dich aufrichtest und die Schulterblätter zurückziehst, aktivierst du halt auch viel die Trapezmuskulatur. Ja? Das ist auch in Ordnung so, beim Rudern immer. Wir können das Rudern aber auch sehr stark auf den Latt fokussieren, was wir in letzter Zeit etwas getan haben. Dabei bleibt der Oberkörper nach vorne schräg, etwas steif. Und worauf wir uns jetzt konzentrieren, ist nicht ganz so lang machen wie vorher, ohne dass die Schulterblätter auseinandergehen. Und wir führen den Ellbogen hier tief und nah am Rücken, du darfst gerne näher an den Körper, nur bis Rückenhöhe ran. Und nicht ganz so lang machen, nur den Latt. Und von vorne. Und etwas langsamer, mit Gefühl nach unten. Genau, du sollst die Arme nicht nach hinten ziehen, sondern den Ellbogen nach unten führen. Jetzt hast du es. Der hat gesessen. Und so arbeiten wir jetzt. Hast du die letzten gut gespürt? Genau da wollen wir hin. Mehr auf den Ellbogen achten. Genau. Man ist, genau, also die Eselsbrücke hier ist eigentlich mal ganz gut. Du sollst nicht mehr einfach nur zu dir ziehen, sondern du sollst den Ellbogen heranführen auf Rückenhöhe und dann wieder lang machen. Dann bist du eigentlich sehr stark isoliert im Latt drin. Du hast dich jetzt trotzdem noch sehr schnell bewegt. War es zu leicht? Gute Frage. Am Ende war es schon schwer. Also ich glaube, okay. Es ist sogar ganz gut gewesen. Wenn du jede einzelne Rap machst, so wie die am Ende, dann wird es wahrscheinlich schwer. Ja. Okay, dann machen wir das so. Geschwindigkeit auch gerne hier anpassen. Hm. Rucken hilft dir nichts. Führe. Hm. Und du wirst merken, wie, wenn du hier rankommst, wie krass du den Latt eigentlich verkürzt. Das ist eine ziemlich gute Sache. Ja. Dann machen wir den nächsten. Es ist für viele auch extrem schwer, sich da nicht automatisch aufzulehnen. Das hat man eine ganze Weile gemacht. Und so einfach umzuswitchen, zu sagen, okay, jetzt nur Latt, jetzt komplett Trapez, ist manchmal gar nicht so einfach. Ich finde es übrigens auch sehr hilfreich, wenn man, wie wir das machen, hier oben greift, Daumen oben ansetzt, dann kann man diesen Winkel eben einfach beim Ziehen noch besser provozieren. So, leicht vorgelehnt bleiben, Rückenspannung behalten. Das sieht gut aus. Genau. Wir versuchen also quasi die Schulterblattarbeit auszuklammern, den Trapez. Und zieh ran. Genau. Gefühlt auch gerne etwas enger am Körper den Ellbogen ran. Ja. Gut. Ellbogenspitze zur Hüfte ziehen. Nur bis Rückenhöhe angleichen. Das klappt sehr gut. Sehr stark. Und. Puh. Gewicht hat gereicht. Ja. Sehr gut. Sehr das gut. Gewicht. Sehr schön. Du fängst an. Genau. Du gehst ein Stück vor. Und hier bleibst du jetzt. Und jetzt Ruder ran. Für. Lang. Und. Ellbogen Richtung Hüfte ziehen und etwas enger. Spür richtig, wie du verkürzt. Spür richtig, wie du verkürzt. Ja, so wollen wir es haben. Ran. Ellbogen eng und ran.
Sehr gut. Und ran. Gute Reps. Und. Okay. Oberer Rücken, leicht Trapez. Also oberer Rücken ist durch. Mit leicht Trapez. Dann sehr lat-fokussiertes Kabelzugrudern. Jetzt wieder leicht Trapez, aber sehr lat-fokussiertes Untergriffrudern auch. Das ist das, was wir jetzt machen. Und das ist quasi der ganze Rückenanteil dann des zweiten Pulltags. Dementsprechend müssen wir hier noch ein anständiges Gewicht wählen. Ja. Was brauchen wir? 60 also. Okay. Passt. 60 pro Seite, ja? Ja. Okay. Easy. So. 12 Reps im Untergriff, 60 Kilo, aber sauber. Wir bleiben stabil, lassen uns runter, bis wir fast parallel zum Boden sind, aber noch nicht ganz. Wir machen nach unten lang, stretchen Latissimus und sogar Trapez mit und ziehen sehr nah an den Beinen Richtung Leiste und hinten auch gerne ein bisschen die Schulterblätter zusammen. Wir haben den Trapez hier auch immer mit beteiligt, aber auch hier nähern wir den Ellbogen nah am Körper an und fokussieren dadurch auch sehr, sehr viel Rücken in dieser Position. Rücken, Lat. Sehr schön. Bizeps ist auch mit dabei, logischerweise. Sieht man ja auch in der Bewegung. Ja. Sah jetzt aber nicht schwer aus. Findest du? Hat sich schon relativ schwer angefühlt. Aber ja. Für den ersten war es noch in Ordnung. Ich glaube, die nächsten werden etwas anstrengender. Okay, wir warten mal beim zweiten. Ja. Vielleicht können wir die letzten zwei Sätze mit mehr probieren. Da sind wir tatsächlich auch immer sehr, sehr penibel. Wir steigern uns in den Gewichten nur, wenn wir sehen, die Sätze laufen absolut reibungslos. Und da kommt schon viel Fortschritt bei rum. Und arbeiten. 9. 10. 11. Und. Ja, 60 passt. Erstmal. Sicher? Ja. Ich weiß ja nicht. Boah. Ah, gut. Und. Gut. Ein bisschen unsauber am Ende. Ja, genau. Das ist aber, hier merkt ihr was, wie unser Anspruch ist. Die letzten Reps hier sahen jetzt aus wie manches, was für viele da draußen noch als sehr sauber gilt. Okay. Und das ist für uns schon wirklich nicht mehr akzeptabel. Nichtsdestotrotz, jetzt gerade bei einer Gewichtssteigerung und in den letzten Reps sind wir cool damit. Und so können wir auch in den letzten Satz gehen. Wenn du merkst, dass das passiert, du merkst ja auch selbst ein bisschen. Folgendes kannst du tun. Spann nochmal wirklich die Beine, den Bauch und den Rücken an. Und spann wirklich, wirklich spannen komplett an. Ja. Versuch hier eine Power zu entwickeln, eine Spannung. Und dann merkst du, dass du auch aktiver dagegen halten kannst. Mhm. Dann merkst du auch nochmal so ein bisschen, dass der Druck auf den unteren Rücken steigt, weil der muss dann mehr arbeiten. Aber so kriegst du die zwei Reps oder die drei, die noch fehlen, auch sauberer durch. Mhm. Ja, und lass den unteren Rücken ruhig arbeiten. Dafür ist er auch da. Wir brauchen den statisch bei diesen Übungen. Deswegen planken wir auch hier und da, damit wir einen stabilen Rumpf haben. Genau. Ja. Komplett. Alles lock. Runter. Und Arbeit. 1, 2. Dafür war das für heute halt auch wirklich die ganze Rückenarbeit. Ne, bei dem Rückentag hier haben wir nur 3 Übungen, jede davon aber mit 5x12. Das ist halt schon heftig. Und so wie wir jetzt hier noch reingegangen sind mit den kurzen Pausenzeiten, mit den hohen Gewichten, da merkt man schon, was man getan hat. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt bleib so. Nächster Trick, bisschen rüber aufs Standbein verlagern. Nur ein bisschen, das war ein bisschen zu viel.